Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen weiter mit Alex Hunter und zwar in Madrid. Wir werden in dieser Folge einmal mit unserem Mentor zusammenspielen. Bis gleich nach dem Intro. So, Freunde, da sind wir nun und wir spielen gegen Valladolid, was auch immer das sein soll für eine Mannschaft. Okay. Egal, wir spielen einfach. Ich bin gespannt. Wir spielen als Mentoren. Ob das irgendwie wohl anders aussieht oder so. Das haben wir schon tausendmal gesehen. Mein Name ist Wolf Fuß. Ah. Ich bin Frank Buschmann und glaube, dass das heute spannend okay. Und heute heißt es Real Valladolid. Ach gegen ja, Real so Madrid. Sieht das also aus. Wir sind hier also zu viert quasi. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Und wenn ich mit den Mentoren spiele, 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht. Wird der Rest der Mannschaft dann von einer KI gesteuert? Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und so geballte Power, ja. Also in diese Partie. Bei nee. Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet Habe ich mir da gerade selber den Ball ins Abseits an, vor allem, wenn die Außenstürmer gespielt? Wirklich an der Linie draußen bleiben, also sie wollen das oh, Spiel. Oh, da haben wir einen. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Schön oh. gelöst, den Angriff im Keim erstickt. Okay, da unten habe ich einen. Das ist ein bisschen was anderes. Jetzt da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Und groß. Alex Hunter. Ah. Oh. Wäre der Fuß nicht gewesen, dann wäre ich da den durchgekommen. Nimmt sich der Torhüter ganz locker. So, wie gesagt, man kann jetzt auch übrigens mein Spielergebnis immer sehen Spiel hier. Buschi. Nachdem das ich das ja mit der Facecam so ganz besonderes, sein erster Auftritt außerordentlich im Trikot von Real Madrid. Ein Auftritt, den er mit einem Tor krönen konnte. Und da hat er schon Nimm mal ihn den Ball ab. Ja, so. Alex Hunter. Nach oben. Das könnte die Chance werden. Warum spielt er denn jetzt dahin? Vor allem an den Kreativen. Hier oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass er den Ball kriegt jetzt. Da muss ja die Augen überall durch. Haben. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Nee. Oh Sie kommen je. Über den Flügel. Da kommt die Hereingabe. Ah, von safe. Da verhindert er problemlos das Gegentor. Hunter. Abseits. Super Pass. Der Linienrichter habe ich auch gesehen, die Fahne ja. Und das auch zu Recht. Da ja. Vielleicht ein Tick zu spät. Aber auch wieder nur ein ganz kleines bisschen. Hunter. Nice. Real versucht es über außen. Mal gucken, ob wir den reinlegen können hier. Eigentlich schon viel zu spät. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Real Madrid. Hat er mich jetzt angeschossen? Nein, doch, nein. So. Marco Asensio. Oh. Hm. Sehr guter Einsatz. Komm schon. Oh. Modric. Oh. Chance zur Führung. Und Tor. Das könnte noch ganz so. Wichtig sein. Erstmal die Führung. Die haben War das jetzt ein Mentor-Tor? Nein, ne? Aber wir müssen mal gucken, inwieweit uns das jetzt nach dieser Episode hier weiterbringt. Nutzt Bell die Chance. Klasse. In unserer Mentoren, wie soll ich das sagen? Wenn er Gunst. So Möglichkeiten bekommt, dann nutzt er sie. Real bin ich doch echt mal gespannt. Vorne konnte man allerdings auch so erwarten. Ja, das konnte man so erwarten, Na, das sure. ist richtig. Die Gegner hier nicht Nun unbedingt groß. Die stärksten. Und Isco. Ach, das ist Isco, Und damit okay. sind sie am Ball. Okay, wir versuchen ein bisschen weiter nach vorne zu drücken. Luka Modric. Steilpass Modric. Und da ist es. Fahne ist oben, abseits. Ach, verficktes Fickedi. Schade. Schade. Marmelade. Versuch Nummer 2. Asensio. Alex Hunter. Isco, was macht er draus? Oh, macht das schönes Passspiel. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Ich glaube, das hat auf jeden Fall schon ein bisschen das Zuspiel verbessert. Ach, ich spiele jetzt gar nicht. Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt. Achso, ich habe die Ecke gar nicht getreten. Und jetzt geschossen. Nun Ramos am Ball. Getreten, ey. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Den Ball kann er abfangen. Keko. Na, wollen wir da mal ein bisschen reingrätschen?
Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Ja, das macht ja nichts. Auf jeden Fall haben wir den erstmal gestoppt gehabt. Okay. Jetzt der Schuss. Oh, das war aber close. Abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Isco jetzt am Ball. Warum spielt er den Ball dahin? Warum? Pass, weg ist der Ball. Das fand ich jetzt nicht schön. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Nachschlag. Luis, apropos, ich habe auch noch gar nichts vergessen heute. Richtung gegnerisches Tor. Ach, guck mal. Doch noch gestoppt. Das war, da habe ich ihm den Ball noch. Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und weggenommen. Ja, ein Tor, viel zu wenig. Ich würde wirklich gerne mit Alexander noch ein Tor schießen. Und damit läuft der zweite Durchgang. Real liegt momentan vorne. Ja, Real liegt vorne. Jetzt groß. Isco jetzt. Pff, faul. Da passt er auf. Bitte was? Der hat mich gefault. Keiko. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Ah, vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Gareth Bale in diesem Spiel, ein Faktor? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe. Wo spielt ihr denn hin? So, ich bin voll überfordert gerade. Ball immer weiter, suchen sie die Lücke. Ballverlust. Ah. Guter Zweikampf. Ich will es unbedingt machen mit Hunter, unbedingt. Nee. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Jetzt. Schöner Pass. Isco, was macht er draus? Oh. Kein Tor. Schöner Ball. Das war aber 7,4. Wir haben wieder... Oh, wir haben gerade ein richtig dickes Stück gekriegt. An blauem Balken hier rechts oben. Bei der 7,4. Vielleicht spiele ich die nächsten Spiele auch mit den Mentoren, um das einfach mal abschließen zu können. Und jetzt Modric. Diese Challenge so früh wie möglich hinter mich bringen zu können. Luis Mi. Oh shit. Keiko. Aha. Oh, das war knapp. Das kann ich klären. Sergio. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Ja. Anweisungen, beeindrucke also den Boss. Ja, günstige Gelegenheit ist schon safe, bricht den Bann, gewinnt das Spiel. Ja, jetzt müssen wir nur noch mit der in der Wertung ein bisschen hochkommen und dann haben wir alles gemacht, was der Trainer von uns möchte. Ich dachte ja eigentlich immer, dass wir hier Schwierigkeiten haben werden. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, komm. Alter! Ey, der hat mich doch gefoult. Willst du mich denn verarschen? Der Ball ist draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Jetzt in der Anspielstation. Alexander! Fällt das Tor doch noch? Guter Versuch, 7,4. Den hat er super geklärt. Oh, mit seinem Knie ist er da hingegangen, alter Schwede. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Komm. Die Möglichkeit zu flanken. Macht er ihn. Nee, das war nichts. 72. Minute. Ja, den Angriff musste ich auch abbrechen. So, wir müssen wieder neu aufbauen hier. Borcher. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Kurzer nee, der Blick war zu. Auswechslung droht. Das ist heavy. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Super dazwischen gegangen. Ah, komm schon. Alexander. Oh, jetzt. Ah, verdammt. Das war's mit der Chance. Ah, echt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Echt, das wäre die Chance gewesen, Mann. Echt. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft. Oh. Die muss jetzt nochmal kommen. Ja, die Mannschaft. Borcher. Ist aber gerade irgendwie schwer im. Die Fans glauben weiter dran. Oh, war ja. Nicht doch. Ball ist weg. Er schießt. Oh, um Gottes Willen. Oh! Der Ball prallt zurück vom Pfosten.
Da ist das Tor. Und sie haben den späten Ausgleich. Eine richtig gute Vorstellung. Damit war ja nicht zu rechnen. Durch den Torerfolg haben sie den Ausgleich. 86. Minute. Und ich werde ausgewechselt. Scheiße. Wir simulieren die restliche Spielzeit. Das ist mir auch noch nicht passiert. Das ist mir auch noch nicht passiert. Meine Fresse. Das ist natürlich eine Scheiße. Was wollen wir denn jetzt? Das ist natürlich eine Scheiße. Spielbelohnung. 7,4. Transferwert nicht gestiegen. Da auch nicht gestiegen. Immerhin sind wir mit Isco ein bisschen gestiegen. Scheiße. Das heißt, das nächste Spiel. Und? Oh. Hast echt Glück, dass wir uns nicht begegnen. Oh ja, wäre peinlich für dich gewesen, gegen deinen Ex-Verein rauszufliegen. Ja, ja. Den Traum von der Champions League zu versauen? Mhm. Das wäre für mich unerträglich gewesen. Mann. Paris. Dafür darfst du jetzt gegen Terry ran. Mhm. Die Medien lieben das, das große Bruder-Duell. Das wird was Besonderes. Hm. Oh, das ist sicher Michael. Taylor? Hey, sei mal lieber vorsichtig, Mann. Der hat wirklich schon so einiges verbockt. Okay? Ich persönlich trau dem nicht so richtig. Okay, wer bist du, meine Mom? Ich melde mich, okay? Hm. Alex, in Madrid findet diesen Monat das FIFA Say No to Racism Event statt und du bist eingeladen. Die Top-Stars sind alle da. Neymar, De Bruyne, Ronaldo. Bin dabei. Okay. Und dann überleg dir, an welche Charity du spenden willst. Ich besorge dir ein Interview, wo du alles bekannt geben kannst. Okay. Und danach müssen wir uns um deine Marke kümmern. Die Aufnahmen sind schon in ein paar Wochen. Bis dahin muss dein Logo feststehen. Kein Problem. Mein Logo? Meine Mom ist eine Designerin bei einer Firma, ja? Was, wenn sie dabei wäre und das Design machen würde, ha? Interessanter Vorschlag, aber sie ist nicht sie so im Thema Sie kennt sich drin. Mit Fußball aus, schon solange sie meinen Dad kennt. Und niemand kennt mich besser. Das wäre perfekt. Oh, ausgewechselt im Spiel. Wir spielen nicht so richtig zusammen mit unseren, von der Marketingabteilung. So, wir haben noch ein kleines Training heute auf dem Plan, oder was? Wenn sich eine Chance ergibt, muss sie jeder im Team nutzen können. Ja. Wir starten wieder das Training, Leute. Ich cut es raus. Bis gleich. Und das Spiel läuft. Eieieiei, da komme ich aber gerade richtig. Meine Fresse. Da komme ich aber gerade richtig. So, wir spielen, wie gesagt, mit den Mentoren. Und Angel. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, weil diese Gegner weg hier ist der Ball. Eventuell ein bisschen stärker spielen. Was mir in dieser Episode jetzt hier von diesem Kampf dieser beiden Vereine nicht passieren darf, ist, dass ich ausgesetzt werde. Das darf auf keinen Fall passieren. Groß. Isco am Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Groß. Der Ball ist weg. Und ah, schade. Da habe ich mich gerade mal versucht, ein bisschen zu konzentrieren. Aber es hat leider nichts gebracht. Und dann wollen wir mal schauen, ob sie den entschlossen geklärt. Oh! Hast du das gesehen? Alter Vater, das war der beste Weitschuss so far. So far. Vielleicht. Alex Hunter. Toll gemacht. Vorbei am Verteidiger. Modric. Schieß doch, schieß! Oh. Ah, deutlich besser hier mit Hunter. In diesem Spiel. Da hat der Trick sogar funktioniert. Den ich versucht habe durchzuführen. Darf man das als Deutscher überhaupt sagen? Irgendwas durchführen? Oh, was war das denn für ein netter Trick? Zu ungenau von Luka Modric. Oh, das war aber ja letzter Mann, ey. Und groß. So. Hunter. Ja, da wollten wir es machen. Da wollten wir es machen. Ich will das auch machen, ne? Ich will
dieses Tor machen. Und wenn ich immer jetzt mit zwei Mann gedeckt werde, ey, dann ist das echt Pschisse. Asensio. Komm. Die Flanke. Bale. Bale. Bumm. Nett. Das war nett. 23. Minute. Wieder Gareth Bale. Ich hätte ganz gerne, dass ich das eventuell schneller abbrechen kann, weil eigentlich haben wir das schon tausendmal gesehen. So, weiter geht's. Um ein Haar hätte er den gehalten. Mann, ich muss heute eigentlich noch nach Ikea. Ich weiß nicht wie. Antunes. Immer diese Situation. Mauro Aramaki. Okay. Spiel doch mal einfach nach Hunter. Anders angenommen. Jetzt nach oben. Ah. Oh. Tack. Ist es die Nummer 2, Alter. Tolle Vorlage. 8,1. Wir haben den Trainer definitiv schon auf unserer Seite. Gott sein Schrank, Alter. Und er feiert sich. Das heißt, wie ist das denn hier mit Isku? Ich muss dem Kollegen definitiv mal irgendwie eine Vorlage noch reinlunzen. Ja, schon wieder, Alter. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Mit der Hacke habe ich es versucht. Ja. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Wie viel habe ich denn mit Isku schon auf dem Tacho? Nichts. Ist nicht so gut. Pass auf die Außenbahn. Ist nicht so gut. Okay, dann müssen meine Pässe mehr zu dem Kollegen hinfinden. Ball bei Varane. So, da vorne ist Isku. Ah, alles klar. Das war nix. Oh, das war auch nix. Einfach. Und er hat den Ball. So, Isku. Groß. Und da ist der Ball wieder weg. Schade. Schade, das wäre schön geworden. Oh. Okay. Angel. Jetzt wird's gefährlich. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Oh, shit. Kann ich eigentlich hier unabhängig davon meine Pässe jetzt auch anfordern? Was hat er gesagt? Hat er mich gerade beleidigt? Gut verteidigt hier. Ich glaube, das geht, ne? Ich glaube, man kann die Pässe echt anfordern. Und das ist der Ballverlust. Das ist der Ballverlust. Warum muss ich dabei immer an das ist das Ruhrgebiet denken, Alter? Es ist so Ivan Alejo. Terror eigentlich. So, nach unten. Ah! Nach unten mag er nicht. Der wird echt gut gedeckt, der Kollege. Wie heißt er? Varane? Ivan Alejo. Oh, shit. Aber da hat ihn aber. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Blockt. Hab ich ihn. Der geht weit vorbei, ja, weit. Ah, da haben wir unsere Anzeige. Der blaue Balken ist unsere Zusammenarbeit mit dem Kollegen Isku. 45 Minuten. Ja. Weiter. Schnell. Und da ist er. Spiel ihn nochmal ein. Real geht mit der Führung in die zweite Hälfte. Da ist er, hier, da. Geht's. Ja, die beiden spielen echt Modric ihren Fußball ganz gut zusammen. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wenn sie nicht immer so weit auseinander stehen würden. Dakonam Gené. Suarez. Da ist er wieder gewesen. Modric. Oha. Nee. Nee, das war nichts. Gute Aktion. Aber eigentlich eine nette Idee. Wo sind wir denn hier? Gareth Bale okay. In diesem Spiel. Ein Faktor. Zwei Tore hat er heute schon bejubeln dürfen. Es riecht nach einem Erfolg, würde ich sagen. Es riecht. Eine aus Steilpass Modric. Die Gefahr. Erstmal macht er ihn. Oh. Er ist noch heiß. Und Tor für Real. Da ist er drin. Wir hatten jetzt gemacht. Auf jeden Fall ist meine Gunst bei Isku wieder ein bisschen gestiegen, habe ich gesehen. Auch die Wiederholung dieses das war auch Glück. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Schön mit dem Kopf. Gut, aber bei dem Asensio. Asensio. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher trotzdem immer noch kein Tor. Mit A. Hunter. Nun Isco. Groß am Ball. Fängt diesen Ball ab. Scheiße, da stand Isco frei. Gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Aber nicht ich, haha. Hinten stehen sie kompakt. Mein Gesicht. Oh, da grätscht er rein. Meine Güte.
Er geht vom Platz und ich gehe vom Platz. Nein, Anweisung. Beeindrucke den Boss. Safe. Teamspieler, hol dir eine Vorlage. Safe. Bricht den Mann. Safe. Ja, Trainer. Trainer. Er gibt mir die Anweisungen, die ich alle schon gemacht erfüllt habe. Der eine legt sich lang. Komm, nach vorne. Ist gut. Kann mal gerade hier den Ball servieren für Alex. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Bei Real Madrid dürfte es gleich einen Wechsel geben. Groß am Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Schussversuch. Oh. Er war noch dran. Wir haben aber wieder ein bisschen was dazu gekriegt. Ich bin so scharf drauf, dass diese Challenge hier an den Start kommt. Man ahnt es nicht. So, ich spiele ihn genau auf Hunter. Ecke groß. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Isco am Ball. Das wäre es gewesen. Gut geklärt. Aber auch der Pass hat gerade wieder ein bisschen was gebracht. Ich gucke da immer rüber. Nun groß. Modric am Ball. Nee. Da steht er gut. Der war nicht. Dazwischen gehen. Das ist schon irgendwie ein lustiges Feature hier mit diesen Mentoren. Man möchte das echt machen. Komm schon. Suarez. Oh nee, da sind sie durch. Da sind sie. Oh, und er wieder. Komm durch. Ahmad Njaye Jeju. Dankeschön, Gesundheit. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schon wieder. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Oh shit. Junge, das war aber knapp hier. Schon wieder Fehlpass. Da kommt der Schuss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Komm. 9 Minuten. Den kriegst du doch hin. Sie holen sich den Ball. Und die Situation 9 Minuten. Geklärt. Da habe ich doch noch mal die Chance. Hunter. Komm. In den Zweikampf. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Okay. Wir versuchen noch mal den Ball hier. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gute Aktion von Varane. Geht gut dazwischen. Scheiße. Weg ist der Ball. Aber auch das hat wieder was gebracht. Komisch. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Mann! Warum nehmen die mir denn immer den Ball weg? Was? Und da gibt's ich habe nur noch 8,0. Das ist aber schlecht. Gib gelb für Luka Modric. Das ist aber schlecht. Ich weiß da muss nicht, ich jetzt noch was reißen. Versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Nein. Ecke. Scheiße. Wie viel Zeit haben wir? 90. Drückt den Ball über das Tor. Ach, so ein Scheiß. Komm, Hunter. Jetzt kommt die Ecke. Er ist da bei der Ecke. Sehr gut. Schade. Da wollte ich nochmal einen Pass machen. Schade. 8,1. War gefordert, glaube ich. Schlecht. Aber egal. Das ist doch erstaunlich, denn so kennen wir dieses Duell ja wirklich überhaupt nicht. Wir haben natürlich eine bessere Partie gespielt mit Hunter. Immer noch kein Tor gemacht. Leistung. 7,7 war es nur. Ja, perfekt. Naja gut, Freunde, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal. Oder kriegen wir jetzt noch ein kleines Video? Sieht so aus. Nein, kriegen wir nicht. Alles klar, Freunde. Dann war es das erstmal hier von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüssikowski.